Hallo und herzlich willkommen bei Invest and Grow. Mein Name ist Christopher. Ja, sonnige Grüße hier aus Zypern. Du hast es eventuell schon am Titel sehen können oder am Thumbnail. Ich befinde mich jetzt seit knapp 12 Tagen auf Zypern mit meiner jungen Familie. Oder mit meiner Familie ganz einfach. Und zwar wurden wir von Aaron und Laura eingeladen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und um uns das Ganze einfach mal anzusehen, ist es für uns tendenziell machbar, ganz einfach hierhin auszuwandern und dass wir ganz einfach auch mal einen schönen Urlaub machen. Ja? Denn ja, Deutschland ist schon ein bisschen kompliziert geworden für uns und wir haben auch inzwischen gar nicht so dieses Umfeld, wo wir uns wirklich wohlfühlen. Klar, ich habe einen sehr guten Freund, mit dem ich mich auch viel austausche, aber im Grunde fehlt mir wirklich großes Umfeld. Und das ist ein großer Punkt, den du hier zum Beispiel auf Zypern gut hast, also gut nutzen kannst. Du hast hier sehr viele Expats und da komme ich gleich sozusagen zu den Kernthemen, die mich hier eigentlich berühren. Und im zweiten Punkt werde ich dann noch auf die Lebensqualität so ein bisschen eingehen. Und ja, du kannst es hier mal so ein bisschen sehen. Wie gesagt, du triffst hier viele Expats. Wir sind hier oft am Lidl gewesen und du stehst dann abends an der Kasse und guckst raus und siehst einfach mal einen Sonnenuntergang. Also es gibt echt Schlimmeres. Und nebenbei wirst du vielleicht noch von jemandem angesprochen und derjenige fragt dich, ob du auch gerade auswanderst oder ob du gerade das Ziel verfolgst, auszuwandern. Und da merkst du gleich so ein bisschen diese Offenheit. Also auch jetzt nicht nur von den Expats, sondern auch von den Zyprioten. Die sind da sehr, sehr offen, sehr freundlich. Und du wirst einfach mal so angesprochen, hey, was machst du? Oder wo wollt ihr hin? Was wollt ihr euch ansehen? Etc. Also es ist schon sehr, sehr entspannt, finde ich. Und du weißt auch von diesen Expats zum Beispiel, dass die natürlich Macher sind. Ja? Ich sage jetzt ganz einfach mal diese Machermentalität, dass hier natürlich auch Menschen auswandern, die ein Unternehmen aufgebaut haben oder gerade dabei sind. Und schon ein bisschen was geschafft haben. Und das merkst du ganz einfach auch an den Leuten. Die Leute ziehen sich natürlich sehr, 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 sehr gern zurück. Und die Chancen hast du hier sehr gut. Also du kannst hier gut einsam leben, dich zurückziehen, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite kannst du dich wahrscheinlich auch sehr, sehr gut connecten. Also ich habe sehr viele Facebook-Gruppen entdeckt, auch über deutsche Expats etc., die sich hier ganz einfach connecten und sich austauschen möchten. Und gerade als junge Familie mit Kind wird es, glaube ich, auch noch viel, viel einfacher. So viel dazu. Jetzt komme ich mal zu dem familiären, beziehungsweise zu dem Punkt, wie ist es eigentlich hier zu leben oder wie ist mein Eindruck? Und hier sind wir in der Praxis auch ein bisschen dazu hingegangen, dass wir uns auch Warehouses angeschaut haben. Sprich, meine Freundin backt und kocht sehr gerne und braucht natürlich einige Utensilien. Und wir hatten so den Verdacht, dass es vielleicht einige Sachen hier gar nicht geben würde. Aber falsch gedacht, es gibt schon viele Sachen, die du aus Deutschland kennst und hier genauso auch kaufen kannst. Teils auch zum gleichen Preis, manchmal auch etwas teurer. Klar, es ist eine Insel, das Ganze muss hierher verfrachtet werden. Aber es gibt schon erstaunlich viele Dinge, die es in Deutschland auch gibt. In manchen Dingen bist du vielleicht ein bisschen eingeschränkt, sind vielleicht ein bisschen saisonaler vielleicht. Aber ansonsten musst du dich hier gar nicht groß einschränken. Vom Preis her ist es ein wenig teurer, gerade die Lebensmittel. Ich kann es jetzt nicht genau kontrollieren im Nachhinein, sondern die Kassenzettel, die sind alle noch auf Griechisch. Also so viel erkennst du darauf nicht. Das ist so ein schönes Geschnörkel. Aber jetzt so teuer. Also wir leben sowieso sehr, sehr sparsam. So viel mehr als in Deutschland geben wir insgesamt nicht aus. Wir kochen sehr viel, auch frisch, beziehungsweise meine Freundin. Und deswegen, also dahingehend sehen wir uns gar nicht eingeschnitten. In der Hinsicht, dass wir zum Beispiel hier auswandern würden und wir hätten wahrscheinlich keine Probleme, hier über die Runden zu kommen. So, das wäre einmal die familiäre Sicht. Die andere wäre natürlich auch, dass wir hier sehr oft spazieren gewesen sind. Wir sind hier in Paphos. Paphos ist ein relativ großes Gebiet hier. Ich möchte sagen, so im Südwesten von Zypern nimmt es doch ein ziemlich großes Areal ein. Und ich war zum Beispiel hier auch einmal wandern, das war im Norden. Auch eine schöne Erfahrung gewesen, hoch auf so einem Berg zu wandern und eine schöne Aussicht zu haben. War echt schön.
Ich habe es echt genossen, so den Urlaub an sich. Und da werde ich schon wieder so ein bisschen wehleidig. Aber ja, an sich, ich merke ganz einfach den Kontrast zu Deutschland. Und ich habe mich in Deutschland schon von vielen Dingen getrennt. Auch so von den ganzen Nachrichten und den ganzen negativen Stuff. Und hier merkst du ganz einfach, dass das Leben viel, viel einfacher sein kann. Und es muss gar nicht so, ja, beschränkt sein, sage ich mal. So, und jetzt komme ich ja zu dem, ja, Eingemachten. Und zwar, wir können uns das gar nicht leisten, hierhin auszuwandern im Moment. Oder ja, wir können uns es eventuell leisten. Also mit Ach und Krach könnten wir das Geld zusammenbekommen. Sprich für die, ja, Unternehmensgründung, für das Haus, für das Debit fürs Haus, für Versicherungen etc. Alles, was du brauchst, mit Auto, drum und dran, das könnten wir uns wahrscheinlich gerade so leisten. Wir wären dann aber arm. Also ich hätte noch einen gewissen Cashflow. Aber so als Familie möchtest du auch natürlich eine gewisse Sicherheit haben. Und ich spreche nicht von dieser Sicherheit von Seiten des Staates, sondern wirklich die Sicherheit, dass du weißt, okay, wenn dein Auto teils kaputt geht oder wenn mal irgendwas ist, du sei, wenn es irgendwie, wenn mein Zahn rausfällt oder dass unser Kind krank ist und diese Leistungen werden vielleicht nicht übernommen von der GESI, dann möchtest du ein bisschen Geld in der Hinterhand haben. Und das haben wir ganz einfach nicht im Moment. Deswegen sehen wir uns im Moment nicht in dieser Situation, dass wir hierhin auswandern können. Ja, und das ist so ein bisschen schade. Also wie gesagt, wir haben uns das Ganze angeschaut. Einmal aus privater Sicht wäre es super schön. Wir hatten ja ein schönes Umfeld. Wir hatten ja auch direkt Freunde in der Nähe, wie gesagt, die uns hier auch eingeladen haben. Wir hätten hier eine gute Community, mit der wir uns vernetzen könnten. Und du hast, wie gesagt, diese Macher-Mentalität in der Luft, was so ein bisschen knistert. Also du weißt ganz einfach, es sind so viele Unternehmer, die hierhin auswandern, die auch Bock drauf haben, die auch was machen und nicht nur quatschen. Und es wär geil, hier zu sein, also auch hier zu settlen. Aber wie gesagt, leisten können wir es uns gerade nicht. Deswegen so ein lachendes und ein weinendes Auge so gleichzeitig. Aber wir wissen natürlich, irgendwann kommt auch unsere Zeit und wir werden auch irgendwann auswandern. Das ist definitiv der Fall. Ob es dann wirklich noch Zypern sein wird, wenn es dann nächstes Jahr ist oder wenn es übernächstes Jahr ist, das kann ich jetzt noch nicht zu 100% sagen. Langfristig gesehen wollen wir ja sowieso nach Neuseeland. Also Zypern wäre sowieso nur ein Zwischenschritt für uns, wo wir ganz einfach ja, Geld sparen würden für diese gewisse Zeit, die wir hier leben würden. Also eine geringere Abgabenquote haben, weniger Staat ganz einfach. Und wir würden ganz viel, ja, Lebenszeit sparen, um dann letztendlich in ein Land zu reisen oder einzuwandern, was noch eine viel, viel höhere Hürde hat, wie zum Beispiel Neuseeland, wo du ein gewisses Punktesystem hast und auch andere Anforderungen, was nicht ohne ist, was du größtenteils nur mit Kapital schaffst. Deswegen, ja, schade, aber ich weiß jetzt, wie der Weg aussieht. Da hat auf jeden Fall diese Reise hier wirklich geholfen, auch mit Familie das Ganze einfach mal anzuschauen. Es war ein schöner Urlaub. Ich bin super dankbar für diese Möglichkeit und ich hoffe, du konntest aus diesem Video auch ein bisschen was mitnehmen. Und ich möchte auch dazu raten, wenn du die Möglichkeit hast und du, ja, du liebäugelst so ein bisschen mit dieser Möglichkeit oder möchtest dir ganz einfach auch Zypern anschauen und das hier ist gerade die schlechteste Jahreszeit, ja, und die Sonne macht ja auch schon was mit dir, also es ist super schönes Wetter. Wir hatten in den 12 Tagen, hatten wir 2 Tage mal kurz bewölkt, aber das war jetzt auch nicht die Welt. Also wie gesagt, hier ist auch gerade Winter. Für Winter ist es richtig geil. ja, wie gesagt, schau es dir an und ich hoffe, du konntest, wie gesagt, aus diesem Video ein bisschen was mitnehmen. Schreib mir unten gerne in die Kommentare, was du vielleicht auch wissen möchtest. Vielleicht habe ich irgendwas Wichtiges vergessen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht speziell auf Zahlen ein, sondern das ist erstmal so ein kleiner Erfahrungsbericht für dich auf diesem Kanal. Denn hier soll es auch um Auswandern gehen und wie gesagt, das ist ja Zypern. Zypern. Ich würde gerne hier bleiben mit meiner Familie. Meiner Partnerin gefällt es hier auch sehr gut. Unserem Kind gefällt sie sehr gut. Also der blüht ja auch richtig auf. Ja, okay. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Danke. Tschüss.